Hallo und herzlich willkommen zur Charakterauswahl von Elden Ring. Bevor es hier mit dem eigentlichen Let's Play losgeht, schauen wir uns mal gemeinsam an, welche Charaktere es gibt, welche Werte sie haben und mit welchen Startwaffen die Charaktere dann hier ins Land ziehen. Man hat ja immer so die Qual der Wahl. Ich weiß selber auch noch nicht, als welchen Charakter ich hier überhaupt starten soll. Muss mir da selber jetzt nochmal Zeit nehmen gleich nach der Aufnahme hier von diesem Video. Und ja, spätestens zum Part 1 vom Let's Play wirst du sehen, wie ich mich entschieden habe. Du kannst auch gerne hier unter das Video mal schreiben, welchen Charakter du bevorzugst oder als welchen Charakter du starten möchtest. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht hast du ja sogar schon Tipps oder vielleicht hast du ja sogar schon selber im Netzwerktest den einen oder anderen ausprobiert. Auch wenn das der Fall ist, schreib es gerne hier unter das Video. Ich habe selber noch nicht teilgenommen am Netzwerktest. Für mich wird es das erste Mal hier ein absoluter Blind-Durchgang werden. Wir starten jetzt aber mal hier mit dem Vagabunden und schauen, was er für Werte hat. Und ich sehe, er hat viel Kraft und hat viel Stärke und Geschick hat er auch. Ist kein Zauberer, also ein klassischer, ich würde sagen, Krieger oder Ritter, ne? Wenn man es jetzt so bei Dark Souls schaut, mit Schild und Schwert, wäre das hier Krieger oder Ritter. Man kann sich die Charaktere natürlich auch selber noch ein bisschen zurechtformen. Das geht natürlich auch wie bei jedem anderen, oder nein, nicht wie bei jedem anderen, bei Sekiro ging das ja nicht, aber wie bei den meisten Spielen von From Software kann man den Charakter anpassen. Also das war der Vagabund, Schild und Schwert. Dann war es wahrscheinlich der Ritter, denn jetzt kommt der Krieger, der hier aber nicht mit Schild und Schwert startet, sondern mit einem Doppelsäbel, beidhändig geführt und einem Schild. Ja, könnte ein relativ flinker Charakter sein, mit dem man dann doch, wenn man das so beibehalten will, sehr offensiv und flink spielen wird. Ja, nah an den Gegner ran, Ausweichrolle und ja, dieses kleine Schild, ob das irgendwas aushält, ich bezweifle, dass dieses Schild viel aushält. Das war jedenfalls hier der Krieger. Gehen wir zum Held. Alright. Sieht aus wie der Bandit, oder? Sieht aus wie eine Banditenaxt. Schild und Banditenaxt. Das könnte der, ja, das Pendant zum Dark Souls Banditen sein. Das wäre für mich vielleicht eine Option. Ich fand die Banditenaxt aus Dark Souls auch sehr, sehr gut. Ist eigentlich eine Geheimwaffe, kann man fast schon sagen. Wenn man diese Banditenaxt später bei dem Schmied in Anor Londo dann auf Blitz umformt, dann ist die unglaublich stark. Das als Tipp am Rande für alle, die vielleicht mal Dark Souls spielen sollen oder wollen. Das ist auch bei mir auf dem Kanal mit vielen Tipps. Da kannst du dich gerne auch mal umschauen, wenn da Interesse besteht. Das war jedenfalls hier das Pendant zum Banditen von Dark Souls. Jetzt kommen wir aber zum Banditen von Elden Ring. Der sieht ein bisschen schlanker aus. Hat, ja, eigentlich nur ein Parierschild und ein kleines Messerchen. Ja, ein Banditenmesserchen, aber eben keine Axt. Ja, stelle ich mir schwierig vor. Ja, ist für Leute geeignet, die gerne parieren. Und er hat, sehe ich gerade, einen Bogen am Start. Okay, also, eine Fernwaffe ist hier am Start, ein Parierschild und ein Messerchen. Kommen wir weiter zum Astrologen. Also, zum Ersten, der zaubern kann hier mit Schild und einem Zauberstab. Weisheit 16, ja, das wird der Zauberer sein, denke ich, hier in Elden Ring. Hält nicht viel aus, hält nicht viele Schläge aus, aber hat den Vorteil zu Beginn natürlich aus der Ferne zu agieren. Und ich glaube, das könnte wirklich auch gerade für Beginner ein, ja, doch schon ein Vorteil sein, wenn man auch aus der Ferne die Gegner angreifen kann mit starken Zaubern. Wie stark die Zauber nachher werden, das wissen wir nicht. Das gilt es noch herauszufinden im weiteren Verlauf in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, aber ich denke, das wäre eine mögliche Wahl hier für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal in das Souls-like-Genre reinkommt. Ein Zauberstab, Fernkampfangriffe, ist doch ziemlich hilfreich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Gehen wir weiter zum Propheten. Prophet hat hohen Glauben, sieht aus wie für mich, ja, ein Glöckchen an der Seite, wie der Kleriker.
Ja, das Pendant zum Kleriker in Dark Souls könnte das hier sein. Mit Glocke und auch ebenfalls einen Zauber. Aber eben nicht wirklich Zauber, sondern eben sogenannte Wunder, die es wahrscheinlich dann hier zu finden geben wird in Elden Ring. Das ist der Kleriker. Okay. Beziehungsweise Prophet. Und kommen wir weiter zum Samurai. Ghost of Tsushima lässt grüßen. Also, er hat einen Bogen als Fernkampfwaffe. Wer nicht zaubern will oder keine Wunder wirken will, der kann also hier auch mit dem Samurai noch eine Startwaffe beziehungsweise eine Fernkampfwaffe als Startwaffe mitnehmen. Begleitet von einem Katana. Ja, ziemlich cool. Ich mag ja Samurais sowieso ziemlich gerne. Wäre für mich vielleicht auch eine Option. Aber wie gesagt, ich werde mir das selber noch überlegen, bevor es losgeht. Gefangener. Gefangener, okay, hat Geschick, Weisheit, zaubert, ja, er kann zaubern, hat. Das sieht aus wie ein Zauberstab, ja. Und ein Estoc, ja, es könnte ein Estoc sein, dieses Schwert, ein Stoßschwert. Also Stoßschwert und Zauberstab und ein kleiner flinker Charakter. Nicht uninteressant. Also der Gefangene. Also, es gibt nicht nur einen Zauberer, es gibt mindestens schon mal drei, die zaubern können. Gehen wir weiter zum Bekenner. Bekenner, hoher Glaube. Ein Standardschwert und ein Schild. Stärke und Geschick 12. Könnte ein Quality-Build-Charakter sein, oder? Mit dem man jetzt zum Beispiel Stärke 40 und Geschick 40 gut anstreben könnte, um einen sowohl Stärkewaffen als auch Geschicklichkeitswaffen gut führen zu können. Ja? Das wäre vielleicht eine Option für Quality Builds, wenn man beides haben möchte. Kurzer Hinweis für alle, die vielleicht neu sind: Ein inoffizielles Level im New Game Plus, und das gibt es übrigens auch bei Elden Ring, ist ja die Stufe 120. Also wer längerfristig gefunden oder gerufen werden möchte im Online-Modus, der sollte die Stufe 120 anstreben im New Game Plus. Das ist so die inoffizielle Stufe ja, in der Welt von Dark Souls, und das wird auch bei Elden Ring, denke ich, nicht anders sein. Dass man da die Stufe 120 anstrebt, wenn man oft gefunden werden will. Also die Zeichen, die man auf den Boden legen kann, wodurch andere Leute euch sehen können und euch auch in das eigene Spiel rufen können. Ja, das war das. War das. Und zuletzt der Bettler. Aha, der Bettler hat Stufe 1. Also, das ist das Pendant zum Pyromanten von Dark Souls. Und wo ich es sage, fällt es mir ein oder fällt es mir auf: Es gibt keinen Pyromanen. Schade. Schade, gibt's nicht. Es gibt stattdessen Level 1-Charakter, den Bettler mit Stufe 1. Und ich strebe auf jeden Fall auch irgendwann an, einen Level 1-Durchgang zu wagen. Nicht jetzt, aber irgendwann, wenn man das Spiel besser kennt. Dann aber nicht mit einem Pyromanen. Schade, wie gesagt. Ich finde es ein bisschen schade. Sondern dann mit einem Bettler, der nur eine Keule mit sich führt. Das könnte interessant werden. Und das war es aber auch schon. Das waren alle Charakterklassen und die entsprechenden Startwaffen. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, als welchen Charakter du starten wirst, wenn du das Spiel selber spielst, welchen du bevorzugst. Vielleicht hast du ja sogar schon im Netzwerktest etwas rumprobiert. Ich selber war nicht dabei. Für mich ist der erste Durchgang komplett blind. Ja, und ich bin natürlich. Man muss es gar nicht sagen. Gespannt. Hoch 10. Die aktuellen Wertungen sind ja auch wirklich unglaublich hier bei Elden Ring. Das scheint wirklich ein richtiges, großes nächstes Meisterwerk hier zu sein von From Software. Ja, ich werde gleich loslegen. Dieses Video zur Vorabinfo für alle, die es selber spielen. Und mit dem Let's Play geht es dann spätestens morgen zum Release am 25. los. Vielleicht starte ich aber auch schon in der Nacht. Ein, zwei Folgen hoch, wenn sich das zeitlich machen lässt. Ich sage danke jedenfalls bis hierhin fürs Einschalten, fürs Zuschauen, und würde mich natürlich freuen, wenn du mich ein bisschen begleiten würdest beim Let's Play. Schreib gerne auch in die Kommentare, wie du das Spiel findest und ob du es selber spielst oder nicht, ob du es dir überlegst oder nicht. Ich freue mich auf dich, auf euch beim Let's Play. Sage ciao, bis zum nächsten Mal und